Er hat mir gesagt, ich werde um eine Sache nicht drum rumkommen: Schmerzen. Schauen wir mal. Hallo und herzlich willkommen hier, ein neues Video von Pushing Limits. Und ihr seht schon, Messe München. Heute steht HYROX auf dem Programm. Ich habe schon öfter angekündigt, Erdinger ist jetzt hier Partner bei HYROX und hat uns gechallenged, das Ganze mal auszuprobieren. Ich mache das jetzt mitten in meiner März Running Challenge, immer noch mit leicht lädiertem, umgeknicktem Ankle. Mal schauen, ob es funktioniert und ob die Übungen irgendwie mir jetzt den Rest geben und ich dann erstmal komplett Pause machen muss oder ob es geht. Vorbereitet bin ich nicht, ganz schlecht. Ich weiß, was passiert. Ich habe Johan ja schon öfter gefilmt und begleitet, weiß, dass es sauhart ist, einfach wehtun wird, ich 4-5 Tage richtig harten Muskelkater haben werde und ihr werdet mich heute leiden sehen. Das steht fest. Also lasst reingehen, einchecken, alles abholen und dann schauen wir uns das mal an. Here we go, da sind so noch 4 Minuten bis zum Start. Ich wärme mich noch ein bisschen auf, die Knöchel noch ein bisschen warm machen hier, damit alles geschmeidig läuft. Und dann geht es auch direkt zum Start hier. 2, 1, bam, der Startschuss ist erfolgt, ging raus. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu schnell loszulaufen, was wie immer gut funktioniert hat mit 4:07. Also vielleicht dann doch ein bisschen zu schnell. Also es hat sich echt locker angefühlt. Ich bin hier, glaube ich, als Vierter aus meinem Heat reingelaufen, wenn ich das richtig gesehen habe, in die erste Übung, den Ski-Ergometer. Und ja, bis da hat sich das noch alles richtig, richtig geil, kontrolliert angefühlt und lief super. Ich habe mir beim Ski-Ergometer vorgenommen, so zwischen 1:50 und 2 Minuten zu bleiben, die ganze Zeit nicht zu hart zu pushen und so ein bisschen aus der Kraft zu arbeiten, also nicht so aus der Frequenz. Das sieht man jetzt hier vielleicht auch noch so ein bisschen, die links und rechts neben mir haben eine etwas höhere Frequenz, aber ich bin ein bisschen schneller unterwegs, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ich habe mit 4 Minuten 11 den 38. Platz in meiner Klasse hier beim Ski-Ergometer gemacht, damit bin ich super happy, man sieht es hier 1:57 unterwegs. Richtig cool, das hat echt gut funktioniert, aber das waren auch so die Übungen, vor denen ich keine Angst hatte. Mit dem Rudern zusammen als Ausdauerathlet sind das so Dinger, die man kann. Und ja, für mich war jetzt am Anfang eigentlich das Allerwichtigste, nicht zu überpacen. Da hatte ich die größte Angst vor, sondern ich habe immer wieder gesagt, kontrolliert und habe auch gedacht so, ja, das passt alles, fühlt sich gut an, fühlt sich geil an. Und als ich dann nachher losgelaufen bin, habe ich gemerkt, oh, war doch schon ganz schön hart. Also ist dann doch so ein bisschen, ja, echt spannend, was man für ein Gefühl hat, während der Übung und dann losläuft. Das ist so wie das erste Mal Triathlon loslaufen nach dem Radfahren, da ist es genauso. Bin dann hier als Zweiter, ihr habt gesehen, der erste Platz war schon raus, als Zweiter aus meinem Heat, aus meiner Startgruppe hier rausgelaufen, Zunge noch raus. Hat sich gut angefühlt, ich war noch sehr, sehr zuversichtlich und habe gemerkt, ey geil, ist ja nicht nur, dass ich hier voll versägt werde, sondern ja, vom Gefühl her geht's. Jetzt hatte ich echt Schiss, Sled Push, wer es gesehen hat von den Videos mit Johan, die wir auf unserem Faster, Better, Stronger HYROX Challenge veröffentlicht haben. Hier ist Johan voll gescheitert, ich hatte natürlich viel weniger Gewicht, wo ich dann echt glücklich war, dass ich das gut schieben konnte, wie man hier sieht. Also nicht wie Johan damals stehen geblieben, hatte auch den Hintergrund. Johan hat mir so ein bisschen die Technik ja schon mal gezeigt. Ich habe das dann vorher, wie ihr im Warm-up gesehen habt, 1-2 Mal geübt. Hatte Angst ein bisschen vorm Teppich, weil der ja immer ein bisschen stumpfer ist als so in Fitnessstudios und sowas, was man hört. Aber das hat einigermaßen funktioniert. Ich habe trotzdem nach jeder Bahn, 4 Bahnen waren es insgesamt, aber trotzdem immer eine Pause einlegen müssen, weil mein Blutdruck und Puls brutal hochgegangen ist. Trotzdem, dass ich das Ding hier in einer Tour durchschieben konnte, war das halt voll die Belastung für die Waden. Und auch Puls und Blutdruck ist völlig hochgeballert. 2 Minuten 22 habe ich für den Sled Push gebraucht und bin damit 73. geworden. Die Laufzeit davor war 4:23. Also auch total im Rahmen noch. Ich wollte eigentlich so um 4:30 rum alles laufen, sogar noch ein bisschen schneller, als ich mir vorgenommen habe. Und ja, habe dann einfach hier ein bisschen Gas gegeben, habe gemerkt, es geht gut. Ihr seht hier die dritte Bahn, ich bin immer ein bisschen besser reingekommen noch und schneller reingekommen. Und der Sled Push hat ehrlich besser funktioniert, als ich gedacht hatte. Also da war ich echt super, super happy mit und dachte, ja, das ist ja dann, alle sagen, das ist das Schlimmste, dieser Schlitten. Hier ganz vorne im Bild übrigens der Führende aus meinem Heat.
Da war ich noch nah dran zu dieser Zeit. Sollte sich später noch ein bisschen ändern, aber das seht ihr dann gleich. Das müsste jetzt die letzte Bahn gewesen sein und dann geht es auf die Laufstrecke wieder zur dritten Runde. Und genau, abgestellt und ihr seht, ich gehe auch nicht direkt ins Laufen, sondern gehe erstmal ein paar Schritte, atme durch, dass der Kreislauf sich ein bisschen beruhigt, weil damit habe ich echt nicht gerechnet. Da muss man sich so ein bisschen drauf einstellen. Klatsche hier noch mit Felix Heger ab von Garmin, der vorgelegt hatte mit 1,15. Das hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Und ja, wie ich gesagt hatte, Runde 3 laufen. Die Runde hier sollte 4,41 sein. Also dann 20 Sekunden langsamer. Ja, sieht immer noch okay aus, hat sich immer noch okay angefühlt. Und ich habe gedacht, geil, irgendwie alles unter Kontrolle. Und wenn ich das so durchkriege, dann läuft es doch hier heute. Da war ich dann echt richtig frohen Mutes und habe eine sehr, sehr gute Stimmung gehabt zu dem Zeitpunkt. Die Belastung hat sich okay angefühlt. Ich habe die ersten zwei Übungen gut hinbekommen, habe hier schon Nummer 3 Slap Pull in Angriff genommen und dachte, ja komm, den Schlitten, den ziehst du jetzt so raus. Es war beim Üben, war es echt easy. Was ich aber nicht bedacht hatte, was man jetzt sieht, ich habe nicht mit so einem langen Band gezogen. Also jetzt, wenn man diese komplette Länge jetzt nimmt, das Band hängt so ein bisschen durch. Da hat sich am Anfang echt gar nicht so viel bewegt und ich musste da erstmal so ein bisschen in den Rhythmus finden. Und habe beim Sled Push richtig lange gebraucht, Sled Pull, sorry, 4 Minuten 40, also die 130. Zeit nur und ja, eigentlich kann man sagen, doppelt so lange wie beim Sled Push, hatte hier das Band auch noch dazwischen, bin da immer so halb draufgetreten, zack, da, wie ihr gesehen habt, hab dann angefangen so nach hinten wegzukicken, also ja, da hätte ich technisch vorher mal üben sollen und mir das angucken sollen, habe ich gedacht, fällt mir leicht, war dann aber doch schon so eine Übung, ich dachte, scheiße, da brauche ich jetzt länger, als ich vorher gedacht hätte und das ging auch schon gut in die Arme. Ich habe dann immer so eine Mischung gemacht aus am Anfang viel aus den Beinen und zurückgehen ziehen und dann hier, je näher der Schlitten kam, desto einfacher wurde es. Da habe ich dann so ein bisschen aus den Armen und Schultern rausgezogen und die Bahn zurück, ja, wenn man fit ist und trainiert hat für High Rocks, dann läuft man die und die meisten machen das auch. Ich habe die aber genutzt, um mich irgendwie so ein bisschen zu erholen und bin immer quasi die Pausenbahn einfach rübergegangen, durchzuatmen. Ja, um dann so ein bisschen weiterzuarbeiten. Hab hier jetzt eine andere Technik ausprobiert, ne? Im Stand runtergehen, zurücklehnen und den Schlitten in Bewegung kriegen und dann so nachgreifen. Was jetzt schneller, langsamer war, weiß ich gar nicht. Ich habe dann, ja, jetzt sieht man es wieder was anderes gemacht. Also da keine durchgängige Technik und das muss ich auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn ich nochmal einen High Rocks machen sollte, anders machen. Und das kann man auch schon mal vorwegnehmen. Wenn ich nochmal einen High Rocks mache, dann auf jeden Fall nur mit Training. Also das war wirklich tough. Man sieht es hier jetzt auch schon während des Ziehens. Ein bisschen durchatmen, ein bisschen Pause. Der Puls da auf jeden Fall schon richtig, richtig hoch und das war auf jeden Fall jetzt schon fett überschwellig alles. Und ich wollte das Ding einfach nur noch über die Linie kriegen. Das war jetzt Runde 2 von 4. Da habe ich nochmal nachgefragt. 4 Runden muss ich, ne? Genau. Habe ich dann geschafft, aber wie gesagt, 4 Minuten 40 dafür gebraucht und das Laufen danach war 4,44, also ähnlich wie die Runde davor, noch ganz solide und genau im Plan zwischen 4,30, 4,44 und jetzt kam die Übung, die nachträglich, ich nehme es vorweg, einfach für mich der Horror ist. Ultra hart, die hat mir als vierte von 8 Übungen schon so richtig den Rest gegeben. Ich wollte hier schon losspringen, Regelwerk nicht sauber durchgelesen, Stangenborg, Vorbereitung, wir alles. Ich werde jetzt auch nochmal korrigiert gleich. Also jetzt hier kommen die ersten Burpees und ihr seht, ich habe die Hände so ein bisschen, habe ich so ein bisschen geschummelt, die ersten. Ein bisschen weiter nach vorne gemacht, wird dann aber jetzt hier, zack, da schon korrigiert, dass man, wenn man hochspringt, die Hände nur oder die Füße Hände nur da aufsetzen darf, wo die Füße stehen. Der links neben mir hat auch noch so Zwischenschritte gemacht, da, zack, wurde auch noch korrigiert. Also während wir es gemacht haben, haben wir so ein bisschen das Regelwerk noch gelernt. Und ja, bei den Burpees, 200. Platz, das war, glaube ich, die schlechteste Übung von der Platzierung von mir auch. 5 Minuten 57 habe ich dafür gebraucht. Da habe ich richtig Zeit gelassen und gebraucht habe ich da. Und ja, ihr seht es auch, mein Gesichtsausdruck, hochroter Kopf. Ich habe hier immer ein paar Sprünge gemacht, so 5-6 Sprünge und habe da eine Pause gemacht, bin stehen geblieben. Eine Mischung aus, ja, so gerade irgendwie wieder hochkommen und so ein bisschen springen. Habe da alles ausprobiert, auch wieder verschiedenste Variationen. Ich weiß im Nachgang immer noch nicht, was am schnellsten war oder was sich am besten angefühlt hat. Das war wirklich ein Überlebenskampf und ihr seht da unten, der Teppich, das waren so Platten. Und mein Ziel bei den Burpees war eigentlich nur, mit jedem Sprung eine so eine Platte zu überbrücken. Dass man da eine so eine Platte immer weiterkommt, so eine Bodenplatte. Das habe ich mir als einziges Ziel gesetzt und gesagt, einfach durcharbeiten, das was geht und ich brauche so lange, wie ich halt brauche. Aber die Übung war für mich wirklich komplett der Horror. Also Note, Burpee Broad Jumps, so heißt die Übung, die sollte man auf jeden Fall vorher mal üben, weil das sind halt auch 200 Meter,
Nee, 80, sorry, 80 Meter, nicht 200 Meter. Jetzt wollte ich schon was falsch. 200 Meter sind, glaube ich, genau die Farmers Carry. Aber 80 Meter Burpee Broad Jump, das hört sich nicht so viel an, aber 80 Meter sich damit vorzubewegen, ist ganz schön viel. Ich weiß nicht, wie weit so die Bodenplatten sind, wahrscheinlich 1 Meter. Also macht man immer 1 Meter Sprünge. Das wären dann in Summe 80 Burpees, die man macht. Und das ist schon eine richtige Menge. Hier nochmal, zack, fast einen Fehler gemacht. Links neben mir stand eine Judge, das heißt, da wurde ich direkt korrigiert, musste nachbessern. Habe ich dann noch direkt gemacht. Wollen ja hier keine Free-Übungen haben. Und ja, das ist wirklich, wirklich für mich die schlimmste Übung von allen gewesen. Immer diese Sprünge, dieses Runtergehen, dieses Hochgehen. Weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich groß bin. Aber das war für mich wirklich richtig, richtig bitter. Viele Pausen gebraucht. Man sieht es hier, ich stütze mich immer wieder auf die Oberschenkel, atme durch und versuche einfach nur immer mit jedem Sprung eine so eine Platte zu machen. Und was ich auch noch zwischendurch hatte, waren so lange Pausen. Und dann habe ich aber wieder versucht, so 5, 6, 7 richtig schnell hintereinander zu machen und war dann wieder völlig außer Atem. Also wahrscheinlich habe ich da auch die falsche Technik angewandt. Also wenn ihr mir da Tipps geben könnt, haut es mal in die Kommentare, was da das Beste ist. Schnell durchmachen und Pausen oder langsame Pace und ein 1 durchmachen. Also was ist da die schnellste Variante? Das habe ich noch nicht für mich rausgefunden. Genau. Und ja, nach den Burpees war dann auch das Laufen ziemlich, ziemlich, ziemlich hart. Ich musste erstmal so ein bisschen wieder dann zu Luft kommen und bin auch gar nicht direkt wieder angefangen zu laufen, wie ihr gleich seht. Also jetzt hier zack, der letzte Burpee geschafft. Und jetzt muss ich erstmal danach nochmal stehen bleiben, mich auf die Oberschenkel abstützen und bin wirklich nur gegangen erstmal, um reinzufinden, Puls ein bisschen runterzubringen und bin dann ins Laufen gekommen wieder. War aber lustigerweise gar nicht meine langsamste Laufrunde, sondern es ist jetzt das fünfte Mal Laufen, 4,52. Also wenn ich jetzt gucke, das hat sich viel härter angefühlt. Aber es war nur 8 Sekunden langsamer als die Laufrunde davor. Diese Rockzone, wo ich jetzt mich noch drin befinde, die zählt aber nicht zum Laufen dazu, sondern erst wenn ich da hinten links aus dem schwarzen Bogen rauslaufe, das zählt dazu. Und hier sieht man auch, beim Laufen geht es eigentlich schon wieder. Also da passt es einigermaßen und ich konnte mich dann doch, ja, jetzt im Nachgang ein bisschen besser erholen. Aber auf jeden Fall, die Burpees sind mir echt im Kopf hängen geblieben als Horror, absoluter Horror. Genau, dann ging es auch schon wieder rein zur nächsten Übung. Da habe ich nicht so richtig aufgepasst, bin einmal falsch gelaufen. Holy hat mich dann gerufen, der gefilmt hat. Hier Nick, hier ist das Rudern. Ja, bin dann zurück. Aus Rudern habe ich mich gefreut, weil ich wusste, das ist wieder so eine Disziplin, die uns als Ausdauersportler, als Triathleten zugutekommt. Das kriege ich gut hin. Und ihr seht es, hier sind schon einige am Rudern. Also ich bin nicht mehr in den Top 3 oder 5. Sondern, ja, weiß ich gar nicht, welchen Platz ich jetzt da belegt habe, aber wahrscheinlich in meinem Heat irgendwas um den 8., 9. Platz herum in der aktuellen Position und habe dann immer so ein bisschen links, rechts geguckt, wer rudert wie schnell und habe dann gesehen, dass ich mit meiner Pace, die ich mir auch so vorgenommen habe, so zwischen 1,50 und 2 Minuten, habe eigentlich geguckt, dass ich ganz solide so auf 1,55, 1,56 unterwegs bin. Doch vor den anderen lag, die so alle auf 2 Minuten, knapp über 2 Minuten gerudert sind und dann wusste ich, okay, viel Zeit machst du da eh nicht gut. Die Pace hat sich gut angefühlt für mich, aber wenn man mir in die Augen schaut, was man gerade gut machen konnte, da sieht man schon viel Leere und viel, viel Erschöpfung drin. Also da war schon nicht mehr viel im Tank durch diese Burpee Broad Jumps. Die haben mir echt den Rest gegeben und das war wirklich jetzt so ein sauber Durchrudern, sauber Durcharbeiten, um zu gucken, dass ich dann beim Laufen wieder irgendwie in meinen Rhythmus reinkomme. Und ja, das hat dann ganz gut geklappt. Man sieht es ja hier, 1,55, eigentlich 56 konstant unterwegs und das hat gut geklappt. 600 Meter oder 1000 Meter können übrigens ganz schön lang werden. Vor allem, wenn man auf diesem kleinen Brettchen da sitzt. Irgendwann fängt auch an, die Beine wieder weh zu tun, der Hintern weh zu tun. Und beim Rudern ist es wirklich so, dass es eigentlich easy ist, diese Pace. Aber man jetzt bei Übung 5 wirklich langsam schon diese Ermüdung, die reinkommt, spürt. Hier die letzten schnellen Züge, zack, Schuhe locker gemacht, aufgestanden und los. Und man sieht auch, hier laufe ich jetzt direkt los, auch einige der wenigen Übungen, wo ich direkt loslaufen kann. Da sieht man wieder, okay, das kommt uns Ausdauersportlern dann doch zugute. Und ich konnte da wieder gut ins Laufen finden. 4,17 habe ich gebraucht fürs Rudern, war insgesamt der 21. Platz. Und genau, dann das Laufen danach 4,54, also davor 4,52, nur 2 Sekunden langsamer. Das heißt, ich bin hier solide immer noch dick unter 5-Minuten-Pace unterwegs, wo ich absolut mit happy bin für meinen Fitnessstand und was ich gemacht habe. Und ja, dann kam die nächste Übung, wo ich dachte, ah, die ziehst du jetzt locker durch hier mit den Kettlebells, Farmers Carry, schnell noch
ein bisschen Magnesium, hier Chalk an die Hände, dass mir die nicht aus der Hand fliegen. Und dann dachte ich, ja, die gehst du jetzt durch, die Übung, easy. Hab mir aber vorgenommen, nicht irgendwie zu versuchen zu rennen oder irgendwas auszuprobieren, sondern einfach sauber durchzugehen, die 200 Meter. Und hab gedacht, nee, das ist nur eine Kopfsache. Wurde mir auch vorher noch gesagt, brauchst du nicht ablegen, da gehst du einfach durch und das ist gar kein Problem. Und diese 200 Meter gehen mit diesen schweren Kettlebells in der Hand, werden dann doch irgendwann lang. Und bei mir ist es dann wirklich so, diese Griffkraft, die da gefehlt hat. Also das ist dann doch nicht so einfach, da das durchzuhalten. Und ich habe gemerkt, ich muss eine Pause machen. Ich muss die einmal absetzen. Das war dann genau nach der Hälfte oder etwas mehr als der Hälfte. Da habe ich gesagt, okay, kurze Pause, 10 Sekunden durchatmen. Da kam links wieder und ich habe gesagt, okay, bevor der mich überholt, gehe ich wieder los. Einmal ausgeschüttelt, kurz bevor er da ist, gegriffen und weiter, weil ich unbedingt davor bleiben wollte. Und ja, ich wusste, wenn ich jetzt da nicht irgendwie ein Ziel habe, dann setze ich nochmal ab. Und habe mir dann vorgenommen, okay, den Rest gehst du jetzt durch. Du darfst jetzt nicht mehr absetzen, habe mir da selber die Regel gesetzt. Das hat dann auch funktioniert, aber man sieht jetzt gleich, ich glaube, das hier ist jetzt die letzte Bahn. Ja, man sieht mir schon die Anstrengung an und auch wie die Hüfte hier. Da ist nichts mehr stabil, links und rechts wird gewackelt und ich sink immer mehr ein. Das ist jetzt wirklich purer Wille, dass ich es irgendwie da durchziehe. Nacken geht nach hinten, ich gehe immer tiefer mit dem Gesäß. Also da war wirklich nur noch irgendwie durchhalten, die Dinge ablegen und fertig. Also ja, eine Übung, die ich dachte, dass sie für mich viel einfacher ist, die mir dann doch mehr Kraft gekostet hat, als ich mir eingestehen wollte vielleicht auch. Genau. Also bei den Farmers Carry insgesamt auch nur 179. Platz, also richtig langsam. 2 Minuten 9 habe ich gebraucht. Im Vergleich dann zu irgendwie Rudern, wo ich 21. war davor, dann doch schon deutlich schlechter. Das Laufen danach eigentlich genau wieder vor, 4,52, da immer noch sehr solide unterwegs. Das heißt, das Laufen oder insgesamt das Pacing hat gut funktioniert. Und dann jetzt habe ich gedacht, ja komm, ein paar Lunges, das habe ich viel geübt, beim Laufen zwischendurch mal eingebunden. Das ist eigentlich die einzige Kraftübung, die ich so wirklich geübt habe. Aber ich habe den natürlich nicht mit der Vorermüdung geübt und nicht mit diesen 20 Kilogramm obendrauf und nicht über 100 Meter, weil 100 Meter Lunges mit 20 Kilo auf dem Rücken, die erste Bahn ging noch sauber durch, aber boah, da habe ich sowas von die Ermüdung gespürt und habe halt gemerkt, wie die Beine weggehen. Jo, hier sieht man schon mal, wie so ein paar Schritte auch gar nicht mehr so sauber waren, wo man so ein bisschen Gleichgewicht verloren gegangen ist, und meine Beine taten schon richtig weh, der Nacken tat so ein bisschen weh, weil die Gewichte da irgendwie drauf, man hat sich nicht mehr so wohl gefühlt, weil die generelle Ermüdung so ein bisschen reingekickt hat. Und ich dachte dann nur an die Wallballs danach. Also ich habe gedacht, das sind ja wieder dann Kniebeugen mit den Wallballs, 100 Stück. Wie soll ich das schaffen? Und habe gedacht, okay, ich kann hier nicht voll durchpushen. Ich muss mich da pacen. Und für mich war das hier wirklich im Nachhinein die aller schlimmste Übung. Also auch wieder da mit den Farmers Carry, wo ich dachte, das kriege ich gut hin. Und hier die Lunges, die kann ich gut. Alle Übungen, wo ich dachte, dass ich sie gut kann, waren richtig Horror. Hier sind auch so ein paar dabei. Ich habe immer versucht, dass fast hingeflogen, dass das Knie auf den Boden kommt. Bei 2, 3, ja, war das Knie auch vielleicht nur so ein bisschen vor dem Boden. Hat zum Glück keiner gesehen. Aber da habe ich sicherlich so 5, 6 Übungen auch nicht ganz sauber durchgezogen, weil die Ermüdung voll reingekickt hat schon. Ich habe insgesamt auch bei den Sandbag Lunges 4 Minuten 56 gebraucht, also 153. Zeit. Auch keine Glanzleistung und ja, ich war einfach komplett platt. Also musste dann immer, ihr seht es hier links und rechts, überall überholen mich die Leute. Das war, glaube ich, auch die Übung mit den Burpees, wo mich die meisten Leute überholt haben. Also sonst bei den Übungen habe ich meinen Platz gehalten oder sogar ein paar Plätze gut gemacht. Aber wirklich bei den Burpees und bei den Sandbag Lunges, da habe ich wirklich richtig auch Zeit und Positionen verloren, wo ich es gemerkt habe, dass um mich rum die Leute einfach schneller waren. Genau. Ja, sind wir hier jetzt dabei. Die letzten Meter sind es, wenn ich mich richtig erinnere, hier nochmal mit der letzten Übung voll auf den Boden geknackt. Da habe ich mir Beschwerden geschrien. Aua, Mist, die Ermüdung ist drin. Jetzt ging gar nichts mehr. Ich hatte Krämpfe so ein bisschen in den Waden. Musste wirklich erstmal ein paar Meter wieder gehen bis zur Verpflegungsstelle. Habe dann noch ein Wasser getrunken. Habe gedacht, jetzt sammel dich. Letzter Lauf. Und dann musst nur noch die Wallboards machen. Und jetzt kommt's. Das Laufen jetzt, ihr werdet es nicht glauben, es war alles ja unter 5er Schnitt, 4,52 davor. Das letzte Laufen fällt komplett raus. Hier sexy Outfit nochmal kurz gesehen. 5 Minuten 37. Also,
da sieht man jetzt, okay, Zunge schon raus, komplett tot. Also 5 Minuten 37, das war wirklich kein schnelles und gutes Laufen mehr, aber ich habe es geschafft. 100 Wallballs, die letzte Übung steht an. Ich hatte im Training ja geübt, hatte immer so 20er, nachdem hier noch so ein bisschen Verwirrung war, wo muss ich hin, so 20er-Sets mit einer 8 Kilo Kettlebell geübt. Hatte gedacht, ich mache hier 5x20, die mache ich jetzt einfach weg und dann ist das Ding zu Ende und erledigt. Wo ich aber nicht mitgerechnet habe, oder ich bin mit einem Set angefangen, schönes 20er-Set, sieht man auch hier einigermaßen kontrolliert sieht es noch aus. Gesichtsausdruck, ja, darf man nicht zu sehr drauf gucken, da sieht man einfach komisch aus, wenn man das macht. Aber das ging noch, ich habe die ersten 20 Stück weggeballert und habe halt gedacht, ja, ziehe ich easy durch, 20 Stück, sollte gar kein Problem sein, aber musste dann nach dem zweiten Set schon auf 10er gehen und habe dann nochmal irgendwann einen 15er eingeschoben, aber ich habe es nicht mehr geschafft, einfach 5x20, wie ich mir das im Kopf zurechtgelegt hatte, durchzuziehen, dann eine kurze Pause zu machen, sondern es war so, ja, diese allgemeine Ermüdung viel, viel, viel zu groß. Das ist auch, glaube ich, so im Nachhinein das allergrößte Problem noch gewesen. Ich wusste, es wird hart, aber ich habe mich dann mental, habe es dann vielleicht doch ein bisschen zu leicht genommen. Till hier nochmal, der sich das Ganze anguckt, was ich da mache. Das Ganze mental ein bisschen zu leicht genommen und war nicht auf diese krassen Schmerzen eingestellt und auf diese krasse Belastung eingestellt, dass es wirklich über eine Stunde 15 am kompletten Limit ist, sondern da hat mental ein bisschen was gefehlt und dieser Wechsel, also zwischen hoch, tief, runter, Kraft, Laufen, also kreislaufmäßig war es eher so oder der Blutdruck dann, was es ist, auch immer ist, da war ich auch nicht so richtig drauf vorbereitet und das hat mir jetzt dann hier, vor allem bei den Wallballs, was eigentlich ging, das war wirklich, muss ich sagen, körperlich habe ich das hinbekommen, aber ich habe es am Ende mental nicht mehr hinbekommen, jetzt einfach 5x20, wie ich es mir überlegt habe, durchzuziehen, sondern ich war mental einfach zu schwach, körperlich hätte ich es gekonnt und die Beine hätten es auch gekonnt, danach war ja alles egal, ich musste nicht mehr laufen und nichts, aber ich war einfach vom Kopf her, jetzt im Nachgang kann ich das sagen, nicht ready, 5x20 oder noch mehr wirklich durchzuziehen. Sieht man dann auch in der Endzeit von den Wallballs. 5 Minuten 45 habe ich dafür gebraucht und das war insgesamt die 142. Zeit. Also die schlechteste waren immer noch die Burpees mit 200. Da, dann Farmers Carry mit 179. Da, aber 142 die Wallballs. Obwohl ich eigentlich sagen muss, ich hatte noch ein bisschen Energie drin, es war gut gepaced. Trotzdem mental war ich nicht darauf vorbereitet. Übrigens Laufzeit gesamt, nochmal hier kurz vorm Ende, 38.07, das war 55. Und die Rockzone-Zeit war ich 52.429. Da bin ich echt super happy mit. Also alles, was Laufen angeht, gut gepaced, bis auf die Runde nach den Sandbag-Launches mit 5.37. Sonst wirklich alles gut. Während wir sehen, wie Till mir noch vorgibt, wie lange ich Pause machen darf, damit ich hier irgendwie noch in der Zeit durchkomme. Aber alles in allem hat das Ganze hier richtig, richtig Bock gemacht. Und ich würde es gern nochmal machen, dann aber mit Training. Werden wir hier meine letzten Wallballs sehen, bevor es dann für mich ins Ziel geht und Till mich in Empfang nimmt und ich in der High Society, so heißt es beim High Rocks, aufgenommen werde und im Ziel zusammenbreche. Und wir sagen willkommen in der High Society, Nick Stammball! Also, ihr seht, Erleichterung, kurz die Faust geballt und einfach nur noch Schmerzen hingelegt. Kurz noch wie immer die Garmin gestoppt, damit das auch alles offiziell ist. Und ich für die März Running Challenge meine 4 Kilometer natürlich auch offiziell hatte. Und ja, dann war das ganze Ding Geschichte. Ich habe es geschafft. Meinen ersten High Rocks werde ich noch abgeklatscht von Till, der mich noch gecoacht hat quasi auch bei den Wallballs so ein bisschen. Mit Pacing und allem, aber ja, das war all out. Eine richtig, richtig coole Erfahrung. Wie ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall nochmal einen machen, aber dann nur noch mit Training. Also nicht nochmal einfach so 1:16:48, ihr seht es, die Gesamtzeit habe ich gebraucht. Bin ich eigentlich super happy mit, habe mir meinen Sticker, meine Medaille verdient und mit dem Fake Erdinger, hier sieht man ein lustiger Sidepack, jetzt zack. Da spucke ich nochmal so ein Stück Styropor aus, was mir in den Mund gekommen ist. Die Erdinger Dusche, das nächste Mal mache ich es mit einem richtigen Erdinger, also mit so einem großen 3-Liter Glas und kipp mir das über den Kopf. Danke Erdinger fürs Challengen, dass ich hier mitmachen durfte und ich würde sagen, damit nochmal rein in mein finales Fazit von dem Tag. Das war der erste High Rocks für mich, unglaublich Bock gemacht. Zwischenzeitlich hatte ich ein Hoch, dann auch mal ein richtiges Tief, also brutal hart. Brutal geil, mega Bock gemacht. Lunges,
und Burpees, meine zwei Hassdisziplinen ab jetzt. Da habe ich richtig gelitten, da waren wahrscheinlich auch die Laufzeiten danach am schlechtesten mit Abstand. Und bei den Wallboards am Ende wollte ich eigentlich nochmal mich richtig quälen und durchziehen, habe da aber so ein bisschen immer so ein Ziepen im Knöchel gemerkt, der lediert war, der sonst aber perfekt ging, also kein Problem gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich riskiere nichts mehr, mache hier so 10er-Dinger und ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich wieder dieses typische Sportler-Ding. Ah, da wären noch 20 Sekunden gegangen, aber wahrscheinlich wäre es auch nicht mehr gegangen. Hätte ich 3 mehr gemacht, wäre ich wahrscheinlich zusammengebrochen. Alles in allem, ich bin hooked. Richtig geiles Format, macht mega Bock. Und mal schauen, ob so Ende des Jahres nochmal so ein Ding auf dem Plan steht. Dann aber mal vielleicht mit einer vernünftigen Vorbereitung und ein bisschen Training. Muss ich Gergi mal fragen, was ich da trainieren kann. Aber alles in allem, richtig cool gewesen. 1:16:45 oder 1:16:46, glaube ich. Ich wollte so um 1:15 machen, gern hätte ich unter 1:15 gemacht, nicht ganz geschafft, aber trotzdem mega happy, mega zufrieden. Daumen hoch. Und danke Wenke, danke Erdinger Alkoholfrei fürs Pushen hier, für diese Challenge, dass ich es mache. Richtig, richtig cool.